Das ist dann halt die zweite Tür. Genau, die habe ich nämlich gar nicht gesehen vorhin. Gut, und wo kommt die Krabbe jetzt hierher? Ein dunkler Edelstein. Ach, das ist von dem Stein. Ach so, von dem Stein also. Also von der Kugel. Die hat das hier dann noch fallen lassen. Okay, die Ratte will dann auch nochmal mit uns spielen. Gut, dann haben wir in den Katakomben von Karthus jetzt alles gefunden. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr schön. Und dann können wir uns jetzt die Leiter nach unten begeben. Henry müsste da oben immer noch stehen. Wartet, wir gucken mal kurz. Warum auch immer. Nee, Henry ist weg. Hat aber einen Prismastein hinterlassen, wie sie es gesagt hat, um Horace den Weg zu weisen. So, und jetzt tut sich halt ein Weg auf. Zwei unterschiedliche Richtungen. Ich würde fast sagen, ein schwerer und ein leichter Weg. Der hier unten lang finde ich persönlich definitiv wesentlich schwerer. So, wir warten mal wieder, bis die alle hier kommen. Du hast schon aufgedreht, die Jungs. Und der Weg gerade durch bei Fürst Villeneuve vorbei ist der etwas leichtere jetzt für den Teil, wo wir sind. Aber wir müssen eh beide Wege gehen, glaube ich. Müssen wir hier unten lang? Ne, hier unten müssen wir eigentlich gar nicht lang. Das hier unten ist eigentlich alles optional. Und da haben wir einen weiteren Dämon, der sich schon freut, uns zu sehen. Der ist Feuer und Flamme für uns und ich springe erstmal voll in seine Attacke rein. Der ist halt noch ein bisschen heißer als sein vorheriger Kollege. Aber springt uns erstmal davon. Na super. Da solltest du doch gar nicht hin, Keule. Achso, er kommt auch wieder hoch. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass der da auch... Alter... Und die Skelette sind hier etwas nervig, weil die halt immer wieder kommen. Alter, hat der einen Hau. Ja, was denn? Der hat uns überrannt. Da hat er uns einfach mal überrannt. Schön. Wartet, können wir jetzt... Der Weg von Dings aus ist doch jetzt kürzer, oder? Von Villeneuve aus. Wenn denn die Brücke jetzt noch unten ist. Aber ist eigentlich auch egal, können wir ja zweimal draufschlagen und dann sind wir da. Ein Drachenkopfstein. Von der Macht der ewigen Drachen erfüllter Stein. Vorsicht vor König. Hurra für Rollen. Warum auch immer man hier rollen sollte. Und eine Glut wird benötigt. Genau, unsere Glut ist jetzt nämlich wieder weg. Versucht Glut. Versucht angreifen und dann Leiter voraus. Ja, du darfst dann kaputt gehen. Wir müssen nach unten. Na, na, na. So, haben wir mal wieder so einen völlig unnützen Tod gehabt. 8000 Seelen verschossen, wunderbar. Aber das Zeichen ist halt gerade nicht aufgeploppt zum Runterkraxeln. Ich dachte, ich muss noch einen Schritt nach vorne. War denn wohl ein Schritt zu weit? Toll, unsere Seelen. Zero. Komm, geh kaputt. So, jetzt... Es dauert halt wirklich einen Moment, bis es verfügbar wird. Toll. Ach, ist das schön. So, da sollten wir nicht runter. Da kommen wir nachher tatsächlich auch hin. Da sind die Items. Und seht ihr ihn da stehen? Den kann man tatsächlich von hier aus schon sehen.
Das ist Horus. Glaube ich zumindest. Ich habe nämlich Horus beim letzten Mal durchspielen überhaupt nicht gesehen, geärgert, wie auch immer man es nennen möchte. Er war für mich nicht existent. So, spucken Sie Feuer. Ich hau Sie dabei gerne kaputt. Das war Kacke. Wie er hier einfach mal durch die Reihen geht. Oh oh. Was war das? Und irgendwas Großes kam da gerade hinter ihm noch und hat ihn verprügelt. Diesen Angriff habe ich auch noch nicht gesehen. Alter Falter, ich bin doch schon extra hinter die Mauer gegangen, um mich zu verstecken. Hatte fast volle Leben. Schild war oben. Glaube ich. Das ist ein Mimik, der den killen kann. Also, dass da ein Mimik ist, ja. Habe ich schon mal von gehört. Beziehungsweise wusste es auch. Würde ich mir aber für später aufheben. Aber dass der den angreift, ist ja auch geil. Aber dieser Angriff ist ja einfach mal völlig übertrieben, oder? Das war ja mal völlig daneben. So, spucken Sie Ihr Feuer. Wo spuckt er denn hin? Die Skelette hier sind ein bisschen größer, oder? Und da kommt wieder der Angriff. Jawohl, den kann man unterbrechen. Das muss man wissen. Geh auf deine Knie. Und du versaust mir hier jetzt gerade nicht meine Dankesrede. War ein schöner Kampf. Zweimal, nee, dreimal Sturmsimmer? Zweimal. Nicht schlecht. So. Und wie der Knilz gerade schon sagte, ist hier ein Mimik. Da. Kette geht nach vorne. Steht auch dran. Monster voraus. Wir bewaffnen uns zweihändig und hacken auf das Vieh ein. Machen einfach mal so überhaupt keinen Schaden an ihm. Ja klar. Da dreht er nochmal. Nein, ich will nicht. Das war echt doof von mir. Das war echt doof. Es tut mir leid. Oh, zu viel gewollt. Mimik zu locker genommen. Mimik sind schwere Gegner. Darf man nicht unterschätzen. Ich hatte mit dem allerersten Mimik, den man da in Burg Lothric trifft, mit dem hatte ich richtig Probleme. Also der hat mich, glaube ich, 5-6 Mal getötet. Aber das war halt wirklich ganz am Anfang des Spiels. Wo du halt noch keine richtige Ausrüstung hast und wo du einfach noch mit jedem Gegner völlig überfordert bist, ist der anders ist als alle anderen. Da hat man sich gerade so an die Ritter gewöhnt und dann kommt da so ein Mimik, der steckt einen einfach im Mund oder tritt einen weg. Der Tritt ist ja auch tödlich, der Tritt ist richtig heftig. Naja, gut, Mimik, nochmal. Verlorene Seelen, 5000 Stück. Auf den Kopf. So, und jetzt ein bisschen mit Respekt. Der böse Tritt. Auf Wiedersehen.
eine Schwarzklinge. Lohnt sich das Wäffchen? Zeig mal her. Wo ist sie denn? Schwarze Klinge ist ein Katana mit 18-18 und C auf Geschick, also eher so die Geschicklichkeitswaffe. Ein kurzes Katana des Schwertkämpfers und erlesenen Gasten des Hochfürsten Vilnia. Die schwarz glänzende Klinge ist dick, aber kürzer als bei normalen Katanas. Der Kämpfer war Meister einer seltenen Technik, was sich im schweren Angriff mit dieser Waffe zeigt. Da fällt mir gerade ein, wir haben diesen Meister neben dem Feuerbandschrein noch gar nicht besiegt. Da können wir auch noch das Katana bekommen. Da war noch ein bisschen was offen. So, der Junge hier hat ein leuchtendes Auge. Der kommt dann nämlich gleich wieder. Und auch diese ganzen Skelette hier sind nicht beim ersten Mal tot. Oder sterben die überhaupt? Ja, ich glaube, die sterben schon, aber es dauert halt eine ziemlich lange Zeit. So, komm bitte nochmal wieder. Den Kopf kannst du gleich ablassen. Was? Achso, Blutfleck. Ein Blutfleck, kein Item. Keine Panik schieben. Und hier haben wir die große Seele eines Namenlosen und noch mehr Skelette. Noch mehr wilde Petras, die sich hier versammeln. Ich glaube, das war's jetzt. Okay. Noch mehr. Give it to me. Komm. So, jetzt aber. Dann gehen wir hier einmal nach unten. Ich glaube, hier müsste es dann auch gleich wieder ein Leuchtfeuer geben. Genau, da ist es. Nehmen wir die Augenbinde des alten Weisen und einen Hexenring mit. Das gucken wir uns mal kurz an, das Zeug. Die Augenbinde des alten Weisen. Wo ist er? Da. Insbesondere von den alten Weisen unter den Pyromanten des großen Sumpfes getragene Gewänder. Die große Augenbinde sperrt unnötiges Licht aus und lässt Pyromanten das Wesentliche erkennen. Die Flamme offenbart und verschleiert alles. Okay, okay. Nicht so der Text, den ich mir erhofft hatte. So, und der Ring war... Ja, der Hexenring verstärkt Pyromantie enorm. Also ist ein Pyromant hier verstorben. Ist mir aber eigentlich eins. Wir nehmen erstmal dieses Leuchtfeuer mit. Wie viele Tränke haben wir? Sind voll. Brauchen wir also nichts machen. Und gehen erstmal den Weg hier weiter. Zum schwelenden See. Diesen See hasse ich abgrundtief. Wegen, ihr hört es vielleicht schon. Hier wird man dauerbefeuert. Irgendwo da hinten genau ist ein riesiges Katapult. Autsch. Und das macht hier einfach keinen Spaß, durch diese Gegend zu laufen, weil man hier relativ schnell tot ist. Aber die Titanitscherbe nehmen wir mit. Und eigentlich ist das auch ganz gut, dass man hier beschossen wird. Auch eine Krabbe. Ihr gibt Krabben.
Das war irgendwie nicht so das, was ich wollte. Das war auch nicht so das, was ich wollte. Wir heilen uns mal kurz. Ich möchte, dass das Katapult hier hinschießt. Kriegt man das hin? Genau deswegen. Ossa! Eine Ecke, wo ich beim ersten Mal Durchlauf sehr stolz drauf war, dass ich das allein gefunden habe. Ziegen! Ziegen mit vier Armen! Hallo? Alter, haben die viele Leben. Und geben nur eine kleine Titanitscherbe. Und hier ist es schon, das Leuchtfeuer, was ich gesucht habe. Sehr schön. So. Hier. Kann man durch. Gerade so ein bisschen die Orientierung verloren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Na, hier wird man schon wunderbar beschossen. Die Ecke machen wir später. Vorsicht vor den Schleimtropfen, die hier hängen. Man sieht sie schon. Und wir nehmen eine Estus-Scherbe mit und müssen mal irgendwie darüber kommen. Den Tierchen hier machen wir halt keinen Schaden. Und springen erstmal genau ins Loch. Toll. Da wollte ich doch noch ja nicht hin. Mist. Jetzt bin ich orientierungsmäßig noch weiter raus als vorher. Kannst du da was dran ändern? Ich würde gern wissen, wo es hier weitergeht. Ne, sagst du mir auch nicht. Das sagt er mir nicht. Gut, vielleicht sollte ich ihn nicht einfach ein Schwert im Popo stecken. So, hier sitzt einer ganz alleine. Hat eine Glut dabei. Und da ist keine versteckte Wand dahinter. So, ich glaube, das ist tatsächlich der Weg, wie wir wieder nach oben kommen. Genau. Sehr gut. So, wir sind von da, nee, wir sind von hier gekommen. Wartet mal, dann machen wir hier erstmal den Gang fertig. Von da sind wir ja runtergefallen. Ist da noch was gewesen? Bevor wir uns hier noch weiter verlaufen. Oh, guck mal, da hängt der Stein wirklich schön in der Luft. Wunderbar. War hier noch irgendwo was versteckt? Ja, eine Echse. Mit einem chaotischen Edelstein. Und irgendwo pockert hier was. Hört ihr das? Das ist, als wenn neben mir noch einer langläuft. Und auf die Steine tritt. Ist das oben eine Krabbe gewesen? So klang es zumindest. Ich denke schon. Gut, dann holen wir uns hier die Viecher noch. Weil die beschützen da irgendwas. Na, Vorsicht, wer hier direkt reinstürmt, ist direkt auch am Popo. Weil hier gibt es mehrere Gegner. Na, der Nachteil an Waffen, die seitwärts schlagen. In einem engen Gang. Die bleiben da einfach mal hängen. Und jetzt hatte ich gerade wieder echt mega Angst. So, eine kleine und eine große Titanitscherbe. Sehr schön. Jetzt kommen wir langsam zu Gegnern, die große Titanitscherben geben. So, und euren Priester haben wir vergessen.
Genau, Ziegenmann. Spuck hier nicht so rum. Leg dich lieber wieder hin und gib uns eine Titanitscherbe. So, und den Foliant von Iseliff. Und der hat irgendwas hier angebetet. Und ihr werdet es euch wahrscheinlich schon denken können, das sieht ja alles ein bisschen komisch aus. Wir haben gerade den Folianten von Iseliff gefunden. Wo ist das Ding? Hier, Schlüssel-Items, dunkles Siegel, Asche, Foliant von Iseliff. Ein Pyromantie-Foliant aus Iseliff, gefüllt mit Pyromantien der Hexen. Chaos, mehr steht nicht drin. Dachte, hier steht noch ein bisschen was zur Geschichte von Iseliff. Da stand jetzt halt nur noch ein bisschen Pyromantie ist was Tolles. Kann man Schaden mitmachen. Finde ich schade, dass da nicht mehr zustand. So, ich würde sagen, wir setzen uns ans Feuer. Wir regenerieren unsere Estus-Flakons. Weil in dem Bereich da vorne müssen wir nicht mehr zurück. Wir müssen nur noch hier lang. Und zwar würde ich mich jetzt sehr darüber freuen, wenn wir den Sprung jetzt auf Anhieb hinbekommen. So in etwa. Und Vorsicht, da hängt halt auch noch einer. Könnt ihr euch nicht gegenseitig mal abschießen? Jetzt wird's komisch. Nein, 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 nein. Viel zu eng dieser Raum. Nein, 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 nein. Ach, leck mich doch. Das habe ich verdient. Hätte ich mal wenigstens das Item bekommen. Kackecke. Ja, was willst du da halt machen, ne? Kommst nicht an den Feuertypen ran, weil du denn stirbst? Der Schleim ist da runtergefallen. Und dann passiert sowas. Klar, eine Titanitscherbe. So, wie kommen wir jetzt wieder nach oben? War das hier lang? Ich hoffe es. Das ist nicht da lang? Ah, wo sind wir hier lang gegangen? Ja doch, hier lang. Okay. Die anderen Gegner später. Also hier durch. Ah, jetzt sind die Schleime wieder unten. Oh, macht mal Platz. Ich habe noch Termine. Och, es klappt nicht. Es klappt schon wieder alles nicht.